Seit Tagen sehen wir die schrecklichen Bilder aus Israel. Am Festtag des jüdischen Volkes, am Tag der Freude der Tora, hat die Hamas einen brutalen Angriff gestartet und über 1000 Menschen ermordet. Zivilisten, Kinder, Frauen, alte Menschen, Menschen entführt. Ein Terroranschlag in unglaublicher Brutalität. Wir sehen jetzt Bilder des Kampfes und der Zerstörung. Und gleichzeitig hat heute die Hamas aufgerufen, am Freitag Solidaritätsdemonstrationen und Kampfveranstaltungen für Palästina in der ganzen Welt zu veranstalten, also jüdische Bürgerinnen überall auf der Welt zu bedrohen. Wir stehen zu unseren jüdischen Geschwistern hier im Land, zu unseren jüdischen Gemeinden. Wir verurteilen aufs Schärfste jeden Terrorismus. Und gleichzeitig denken wir an alle Opfer der Gewalt in Israel und Palästina und beten darum, dass die Gewalt möglichst schnell beendet wird.